Hallo Leute und eine weitere Folge The Last Stand Aftermath. So, wir sind wieder hier auf der Karte. Wir waren jetzt quasi im Motel. Jetzt wollte ich eigentlich dann mal zum Händler. Ich habe hier irgendwo einen Händler gesehen. Hier. Blockhaus. Ich würde sagen, wir fahren hier hin und dann zum Händler. Ich habe so viel Zeug. Oben ist ein Unterschlupf, da könnten wir gleich von da nach da hoch. So machen wir es. Fahren mal hierher. Auf geht's. Oh, ist das düster. Ein Shift. Mit der Punktstörung. Schon wieder. Hier spricht Trinity. Was hast du? Welle mit Herstützpunkt. Wahrscheinlich Herz. Das könnte durchaus sein. Das ist eine gute Gelegenheit. Wir haben keine Informationen über die Geschehnisse. Da draußen. Geh rein und schau nach, was du finden kannst. Wonach suche ich? Wir haben Aufzeichnungen über Logistik, Truppenbewegung und weiteres geführt. Vielleicht erhalten wir dadurch eine Vorstellung davon, ob es da draußen los ist. Okay, ich kümmere mich darum. Schaff den Zugang, finde einen Weg in die Basis. Was gibt's hier alles? Am Auto aber auch rein, ey. Ist ja nicht normal. Sehr schön. Sehr schön. Hier können die es anmachen. Nö, machen wir auch noch nicht. Kann man hinten noch rein, okay. Tank. Ich quasi so rein. Wenn ich das wollte. Wir gucken erstmal mal.
So. Hier ist eine schöne Tasche. Ja, ist da. Doch genug Zeug. Rauslassen, ihr Typen. War schon wie. Was? Nicht gekillt oder was? Also nicht gezählt. Ja, klar. Das finde ich Quatsch. Ich muss erst mal gucken, wie ich das hier am dümmsten mache. Was soll denn das jetzt hier sein? Ach so. Okay, ich verstehe. Thank you.
Ist noch da. Hey. Weg, du Bastard. Na schön, haben wir gut gemacht. Wenn so ein oder andere sagen würden, der Feige, aber. Nein, wenn wir so eine Zombie-Apokalypse wäre, würde das bestimmt keiner machen. Da reinhüpfen. Oder? Oh, das war ein Fernglas, glaube ich. Aber nichts Anständiges irgendwie, ich weiß auch nicht. Neue Millimeter. Was ist denn der anders? Sechsundvierzig Schuss. Alles halb leer. Das Fernrohr für Gewehr. Jetzt falsch oder was? Was kostet? Uff, uff. Zum Kommandogebäude, danke das Auto. Mach ich doch. Das Auto tanken gehen. Ja, ja, machen wir doch. Noch mal ein Dings aus der Ortbank nehmen, quasi. Oh, was ist denn da? Schön.
Allgemeine Anordnung 17, Aktion zur Ausführung der Terminierung der verbleibenden Quarantänensubjekte in folgenden Operationen Aftermath genannt. Zweck Entfernung der kompromittierten Objekte und endgültigen Abzug der Agenten und Mitarbeiter der Homeland Envirum. Was? Was ist denn das? Envirum Mental Risk Control Herz aus der Totenzone. Gesquette Verlängerung des Uniformgut. Sektion 7636 und das New United States Zentralkommando. Okay. 17b vom 13. August 2014. Mhm. Erstmal wird die Lieferung des Vorratsauftrags 76 Lagerhaus Delta B94 unmittelbar nach diesem Auftrag erfüllen soll sich die Geräte müssen an Kontrollpunkten in Bände zugeben werden. Truppenbewegung, alle der VOB Vorhut stationierten Truppen werden sich dann beim sekundären Abzugspunkt melden. Wie schon in den vergangenen ja. Ja, Gehirn Gulasch. Wie schon in der vor angegebenen Befehl dargelegt, also Hinweise, um die Zielvorgabe zu erfüllen, steht es den Truppen entsprechend des vorigen Befehls frei, kompromittierte Subjekte anzugreifen. RL Cooper, Herz Logistikkommando. Ja, manchmal mit dem Lesen ist manchmal. Gehirngulasch bei mir. Funkturmreparatur. Unterbrechung vom Langstreckenkommunikationssystem. Mitteilungen aller Einzelgeräte in der Region über die Unterbrechung der Kommunikationssystem aufgrund von Stürmen. Raster J7. Reparatur der Systeme läuft. Befehlsgewalt. Verlängerung des Uniformen. Hm. Bla bla bla. Kennedy, hörst du mich? Du hast es geschafft. Ich schätze schon. Okay, also was hast du gefunden? Töten. Also das haben wir schon mal gesehen. Anscheinend haben die aufgehört zu testen und zu versuchen herauszufinden, wer krank war. Gab es dort noch was anderes? Hinweis auf einen Funkturm. Hm, okay. Tut mir leid, dass ich mich hier einmische, Trinity. Sagst du, da ist ein Funkturm? Ja, nicht weit von hier. Das ist unsere Gelegenheit. Wenn wir Zugriff auf diesen Turm bekommen, wir haben keine Zeit, den Signal nachzugehen. Wir brauchen Vorräter. Wenn Sie einen Turm für die Weiterleitung verwenden, gibt es da draußen irgendwo eine größere Basis. Wenn wir die Quelle finden, wir unterhalten uns später darüber. Aber ist dort noch etwas anderes? Hinweise auf ein Lagerhaus. Okay, das hört sich gut und vielversprechend an. Wenn sie die Metalllager errichtet haben, dann muss es eine Versorgungskette gegeben haben. Ja, das könnte das Lagerhaus sein. Das ist ein Logistikauftrag. Wir müssen herausfinden, was sie transportiert haben. Und dann ist jeder Nachschub, den wir bekommen könnten, gut. Schau nach. Das war's. Ich finde das Lagerhaus. Wir behalten deine Position im Auge. Viel Glück, Ende. Zurück zum Auto. Vorratspunkte. Gab's hier noch was? Außer dem Kunde hier. Sterb.
Uiuiui. Es ist fast so, als würden deine Muskeln gegen Angreifer zurückschlagen. Okay. Deine Angriffe reißen und zerreißen das Fleisch deiner Gegner. Das Töp zu werden. Das ist doch gut an. So, das war's auch mit der Waffe. Müssen wir jetzt mal einen Schuss habe ich da noch. Und mal die hier. Aufsetzen. So wie gar nichts. So, weiter geht's. Jetzt konnte ich mir gar nichts aussuchen, oder was? War doch vorhin schon so. Das ist so ein dicker. Ist es? Gleich mal ein paar Gruß her. Großbombe, das war aber ziemlich gut. Nein, das will ich gar nicht. Ein Stück habe ich davon. Das Waffenteile. Die Waffen ganz machen. Ja, was alles Knetsch. Ja, ich habe genug Waffen.
Das will ich gar nicht. Stachelbrett könnte ich mal auf dem Teil. Ziegelstein und Nahkampfteil. Ach so. Okay. Bergring und Nahkampfteil. Ein Stück habe ich davon. Gut, jetzt kann man damit herstellen. Ich will ja eigentlich das hier herstellen, aber ich habe keinen Nackerfell, habe ich auch einen Schlagring, habe ich da auch nicht. Schlagring muss ich herstellen. So, ich habe schon mal so angestellt. Achso, hier kann ich Schlagringe herstellen. So, da könnte ich ja theoretisch jetzt. Schlagring. Ja, ich nicht mehr. Teilt schon rum, Leute. War's schon wieder mit der Folge. Lasst mir einen Daumen nach oben da und Kommentar und bis zum nächsten Mal. Tschüss.